Bruno! Bruno! Ich zieh mich an. Bruno! Die Socken! Die Kaffeemühle! Ich hab gesagt, ich brauch frische Socken! Eine Socke! Die Socken! Auf dem Vertiko. Moin. Moin. Was sollen die Socken auf dem Vertiko? Die Mühle ist kaputt. Ach was. Du hast bloß keine Ahnung. Die geht wirklich nicht mehr. Gib her das Ding. Ist der Stecker drin? Kann er ja nicht. Dann steck rein. Oh. Eine Zucht. Bei Blümels ist der Brunnen nur auch trocken. Eine Zucht ist das. Wenn ich's aus dem Hahn lange genug ablaufen lasse, vielleicht wird's heute klar. Aus dem Hahn nicht, die Brühe sollen sie selber saufen. Du hast den Stecker nicht richtig drin. Freilich. Ach, freilich, freilich, nimm die Handmühle. Handmühle? Ach, freilich. Wo kann denn die sein? Warum suchst du sie nicht? Ich überlege, wo die sein kann. Eine Zucht ist das. Die Blümel nimmt selber Wasser zum Kaffee. Auch noch Geld ausgeben. Die haben uns das Wasser genommen, also müssen das wieder herschaffen. Das werde ich denen in der Stadt sowieso noch erzählen. Die Leitung ist doch gelegt, Mann. Es soll sich mit der Zeit klären, sagen die. Es wird nie wieder so, wie es war. Nie wieder. Seinerzeit habe ich den Brunnen selber ausgehoben, mit diesen Händen. Und dem ollen Jeling habe ich eine Zigarre zu 40 gegeben, dass der mit der Rute geht und die Ader sucht. Da war eine Zigarre noch ihr Geld wert. Du hörst nicht zu! Als wenn es nur uns so geht. Seit sie die Grube aufmachen, ist überall das Brunnenwasser weg. Überall ist nicht bei mir. Ich brauche mein gutes Wasser. Verschenkt? Wir haben sie verschenkt. Da kann ich ja lange grübeln. Was haben wir verschenkt? Die alte Kaffeemühle. Du hast sie den jungen Leuten geschenkt. Eine Zucht. Den Schraubenzieher. Um Gottes Willen, Bruno. Nicht am Elektrischen. Ich habe das Haus gebaut und den Garten gemacht und den Brunnen gegraben. Alles mit den Händen. Aber nicht mit dem Elektrischen, Bruno. Den Schraubenzieher. Wir brennen doch ab. Du brennst auch gleich ab. Gib endlich den Schraubenzieher. In der Küche ist keiner. Eine Zucht ist das. Vielleicht im Schuppen. Das spitze Messer. Das spitze Messer! Bruno! Ich geh raus. Wäre ja noch schöner. Ich will das nicht mit ansehen. 10 Jahre ist das Ding gelaufen und auf einmal meine wird es Schuld schreiten. Ist es nicht, und dir wird dich Beine machen. Dach über den Kopf.
Ich denke, du hast den Stick heraus. Alles muss man alleine machen. Wenn du nur gesund bist, Bruno. Lumpige 22 Volt. Die hauen mich doch nicht um. Hab da Sicherung im Haus. Das weiß ich nicht. Besorgt welche. Ich schaff das Ding weg. Du hast noch nichts gegessen und nichts getrunken. Papalapap, ich trinke Wasser wie das liebe Vieh. Wasser aus der Leitung? Den werde ich auch noch die Meinung geigen. Mach dich nicht unglücklich, Mann. Ihren Namen, bitte? Die sind neu im Dorf. Weiß Gott. Narkons Bruno 70. Narkons Hitten mit Z. Siedlungsweg 70 oder Dorfstraße 70? Ich bin 70, Mädchen. Ich habe wenig Zeit. Ich brauche aber die vollständige Anschrift am Mann. Ein guter Mann bin ich erst, wenn das Ding wieder funktioniert. Garibaldi-Allee 1, früher Kreuzchenweg 1. Haben Sie keinen Stuhl hier am Laden? Bitte? Da denken Sie, ich will so lange stehen. Oh, das geht doch ganz schnell, Herr Narkons. So, nur unterschreiben Sie bitte mal. Sie kriegen eine Karte, wenn Sie sie abholen können. Oder wenn Sie mal in der Nähe sind, können Sie gerne mal rückfragen. Sagen Sie das nochmal. Tja, Sie haben Glück. Gerade morgen kommt das Auto aus der Stadt und holt die Reparaturen ab. Ich will hier mal was sagen. Früher war hier Papke. Papke Alfred. Ist er tot. Schon eine Weile. Wenn es zu dem mit der kaputten Nachttischlampe kam, na, unser eins ging ja hinten rein. Und der Stift hat das Ding repariert. Und ich habe mit Alfred der Weinkontur einen Schnaps getrunken. So war das. Geben Sie mir die Mühle wieder. Ich hab doch schon die Scheine ausgefüllt. Ihr kriegt sie nicht. Ihr nicht. Eine Karte, dass ich nicht lache. Her damit, sag ich. Ich fahre in die Kreisstadt. Bitte? Sie wollen? Beschweren Sie sich. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Straße oder Schiene? Ist auch solider. Aber weiß man Bescheid. Wenn der Bus viel früher fährt, dann fahre ich mit dem Bus. Moin, Bruno. Moin, Karl. So zeitig schon unterwegs? Ich bin immer zeitig unterwegs. Bisschen frisch, was? Ja, ja, die Jahreszeit. Ein Schnaps? Wäre nicht schlecht. Nee, ich muss in die Stadt. Ach komm, wir gehen zu Ria. Ach, Ria macht erst um 10 auf. Aber nicht für Heider, Karl. Ich kann in die Küche und ich nehme dich mit. Will ihr sagen, hier, das ist Bruno, mein guter Freund, da ist er machtlos.
Seit wann bestehen überhaupt Öffnungszeiten, wenn zwei gute Freunde sich treffen? Ach, du denkst wohl, ich brauche einen Parlamentär bei Ria. Ich kann Tag und Nacht zu Ria in die Küche, wenn ich will, verstehst du? Nur jetzt will ich nicht. Jetzt habe ich was Wichtiges vor. Überleg dir, du findest mich am Stammtisch. Moin, Gertrud. Willst du deine Kinder besuchen? Wartest du auch auf den Bus? Was wird denn die Kiste überhaupt? Muss doch dran stehen. Jetzt hat sie mir die andere Brille nicht eingesteckt, meine Alte. Nie ist was da, wenn man es braucht. Und die schreiben alle so klein. Was? 8.10 Uhr? 8.10 Uhr, das ist also 5 Minuten vor der 9, also. Oder ist das 9.10 Uhr? 9.50 Uhr heißt das. Und die müssen doch klar denken, man ist auf die angewiesen. Die können mich mal. Ich wollte ja sowieso mit dem Zug fahren. Die Bahnhofsuhr geht falsch. Moin Bruno, ein helles? Mindestens 7 Minuten geht sie vor. Oder deine Zwiebel geht nach. Das erlebst du nicht. Als Wirt einer Bahnhofsgaststätte erlebst du so ziemlich alles. Hast du Gaststätte gesagt zu der Kneipe? Bist aktiv, was? Bleib lieber mit dem Arsch im Bett, du. Ist es gestattet? Bitte schön. Noch ein Bier, Herr Wirt. Hola? Ist nicht gut. Mach Mücken im Bauch. Bier müssen Sie trinken, junger Mann. Doch nicht jetzt, am frühen Morgen. Oh, der Morgen ist nicht früh, es ist gleich 9. 8:45. Es ist 8:53. Ihre Uhr geht falsch. Nicht doch. Sie sehen doch aus wie ein verständiger Mensch. Sie werden sich doch nicht mit mir streiten. Sehen Sie sich mal diese Uhr an. Diese Uhr. Diese Uhr habe ich jetzt 40 Jahre bei mir. 40 Jahre, wenn Sie das vorstellen können. Und einmal war sie zur Reinigung und einmal halb kaputt. Vores Jahr. Aber Antek hat sie gleich wieder hingekriegt. Hat sie scharf angeguckt, zweimal mit einer Nadel gestochert und zum Schluss reingepustet. Fertig. Sie kennen nur Antek. Nein. Antek! Den von der Glashütte, der Antek. Den müssen Sie doch kennen. Nicht, dass ich wüsste. Der hat sogar das Kirchturmuhrwerk wieder hingekriegt. Und nur sein spitzes Taschenmesser und eine Lupe hat er benötigt. Und den kennen Sie nicht? Nee. Ein Bier? Ich zahle gleich. Bitte. Macht 0,30. Stimmt so. Danke.
mitgekriegt, dass ihr Antek nicht kennt? Im Jahr 37 war es umgekehrt. Da ging sie nach eurer Bahnhofsuhr. Da habe ich den Jungen zum Zug gebracht. Ein Jung? Seit wann hast du denn einen Jungen? So ein Quatsch! Was redest du denn auf ihren Quatsch? Du weißt doch genau, dass ich keine Kinder hab. Na eben. Das ist ein Mist, den du erzählst. Hm. Jedenfalls ging die Bahnhofsuhr nach. Und er hat einrücken müssen, der Junge. Was mein Neffe ist. Und wäre der gleich den ersten Tag im Bau gekommen, hätte ich nie meine Uhr gehabt. Prost, Bruno. Hm? Dein Bier. Prost. Ja. Willst du nicht steigen? Ja, meine Kaffeemühle ist kaputt. Ach. Die reparieren nicht, die schicken Karten. So? Aber nicht bei mir, du. Ich rück ihn auf die Bude. Tu das, Bruno. Die sollen doch nicht denken, weil die aus der Stadt sind, können sie uns verarschen. Das stimmt, Bruno. Der junge Mensch. Nur hat er gemerkt, dass seine neumodische Zwiebel nichts taugt. Nun traut er sich nicht wieder rein. Amigo, der ist mit dem Zug weg in die Stadt. Was? Geh auf den Bahnsteig, aber ich glaube, die Schlusslichter kannst du auch nicht mehr sehen. Und du? Du sagst nichts. Tja, Bruno, so ist das in einer Kneipe. Zwei Bier? Macht 0,98. Hast du die Hand gehoben? Ich? Die Hand gehoben? Das sah so aus. Ich hab mich gekratzt. Ach so. Aber wenn du schon wegen mir hältst, dann kann ich auch aufsteigen. Bruno als Anhalter. Ich werd verrückt. Aber erst, wenn ich wieder raus bin. Ist das eigentlich ein Auto oder eine Schüttelrutsche? Ohne Ladung stößt ein bisschen, ich merke das schon gar nicht mehr. Red nicht so viel, fahr zu. Die Kneipe in Schnapprode macht sowieso erst um 10 auf. Kneipe? Ich muss in die Stadt. Aber da musst du doch entgegengesetzt. Und da läufst du, wenn ich nicht gekommen wäre? Bist ja gekommen. Muss laden, Schnapprode Kiesgrube. Weiß ich. Du machst mir Spaß. Noch nicht mal mein Brigadier kennt die Tour. Wer ist noch zum Kraftwerk? Stimmt. Ah, siehst du. Und woher weißt du das? Ein alter Mann muss sich auskennen. Und soll man nicht alt werden. Das erinnert mich an den Arbeiter-Tonverein. Zeiten waren das, Mann. Und heute hacken sie Löcher in den Wald. Das können sie. Die Grube! Die Einfahrt haben sie zu Schanden gefahren. Halt dich fest! Oh, eine Schacht!
Schaukelei. Nichts gegessen und der Mensch schwatzt mir Bier auf. Mann, ist mir schlecht. Was? Nichts. Nichts! Weiß aus. Weiß? Ah! Ich sehe aus, wie ich aussehe. Ist dir schlecht? Franzot, denk an den Norm. Wenn du dich nicht wohlfühlst, sag's mir ruhig. Du hast eine Menge gut bei mir, das weißt du genau. Du hast mir mein erstes öffentliches Bier bezahlt, das vergesse ich nie. Und später dann, da habe ich dir die Mädels vorgeführt, wenn Tanz war im Dorf. Viel später war das nicht. Du hast an der Kasse gesessen und ich habe dich immer angesehen. Und hast du mit dem Kopf genickt, dann bin ich raus mit dir. Und hast den Kopf geschüttelt, dann eben nicht. Lange her. Jetzt spielen sie diesen Bit. Für Bit verkaufe ich keine Karten. Meine Frau habe ich dir auch vorgeführt und du hast mit dem Kopf geschüttelt. Tja, weil es zu hübsch war für dich. Zu hübsch und zu gut. Draußen an der Hauswand hat sie mir einen geklebt. Und jetzt haben wir schon drei Kinder. Auch eine Leistung. Warum hast du eigentlich keine? Was? Keine Kinder. Meine Sache. Entschuldige. Tja. Ja. Mit Ladung liegt er wie ein Brett auf der Straße. Guck mal raus! Die neuen Schornsteine! Schätz mal, wie hoch! Mein Grundwasser ist niedrig seitdem. Mein Brunnen ist trocken. 300 Meter! Solche Apparate in der Heide, was? Oh, das imponiert mir nicht. Und schnell geht's, da kannst du zugucken. Setz mich hier raus. Ach nee, halte kaputt. Noch ein Stückchen. Am besten auf dem Werksgelände. Mensch, das darf ich nicht. Mach's trotzdem. Achtung! Das war mal Heide, was? Gehst bis zu den Baracken, dann weiter auf den Betonweg, da ist eine Kantine. Brauche ich nicht. Eine frische, saure Gurke, das wäre doch jetzt was. Eine von der ersten Ernte. Und knackig. Oben aus der Kruge raus, ja. Und in der Mitte noch schön weiß. Ja. Ich will dir was sagen, Franz. Es gibt nur wenige, die Gurken auf diese Art mögen. Aber es sind fast alles verständige Menschen. Jetzt hast du mir das erste Mal nicht widersprochen. Während der ganzen Fahrt. Dem Pförtner sagst du meinen Namen, dann lässt er dich durch. Lässt er mich sowieso. Alle Nasen lang fahren die Autos in die Stadt. Was denkst du denn, warum ich hierher wollte? Nimm dir einen Wolga! Da kannst du die Beine ausstrecken! Zu wem wollen Sie denn? Ich? Zur Kaderabteilung Baracke 7. Hier sind West 3. West 3.
Ah. Was machen Sie? Koch Kaffee. Dafür ist das doch hier eingerichtet. Läufer im Gang. In so einer Baracke Läufer im Gang. Und Teppich in den Zimmern, was? Wie bitte? Hier ist Ihr Wasser. Was denn für Wasser? Oder nehmen Sie Selters Wasser zum Kaffee kochen? Selters gibt's drüben im Konsum. Läufer im Gang, sauberes Wasser, gemahlener Kaffee. Ah. Sie? Augenblick mal. Kann ich mal Ihren Passierschein sehen? Mann, wo bin ich ja hingeraten? Straße, verschieden, Straße. Stadt, Stadt. Himmel, Kreuz, Donnerwetter, es muss doch ein Ausgang geben. Himmel, Kreuz, Donnerwetter. Ich sehe das für jeden Fall. Ich trinke Bier, Landskron Bier. Ausgang, Ausgang. Wiedersehen. Naja, am Ende sind verständige Menschen drunter. Man findet sie nur nie raus, weil man die Sprache nicht kennt. Eine Zucht ist das. Die Jacke. Was hast du da drin? Eine Kaffeemühle. Passierschein bitte. Verstehst du was von Kaffeemühlen? Ohne Passierschein kommen Sie hier nicht rein. Aber ich will raus. Wer hat sich denn reingeschmuggelt? Och, so ein Großer. Mit dem Bart. Großer mit Bart? Den kennst du nicht. Jedenfalls werde ich dich melden müssen. Emu. Was glaubst du, was hier alles rausgeschmuggelt wird, wenn man da nicht aufpasst? Dazu bist du ja da, um aufzupassen. Bleib ja hier stehen. Ich muss ans Telefon. Ja, aber Arsch. Tut sich wichtig, der Alte. Du bist ja noch da? Hä? Ich stehe, solange ich stehe. Du zwingst mich noch Meldung zu machen. Da kriegst du aber Schwierigkeiten. Oh. Na, denn mal los. Wir sind ein staatswichtiges Objekt. Energie für die Republik. Nur hau schon ab, Mensch. Worauf wartest du denn? Auf den Bruder. Eben ist einer raus. Da hat mir die Farbe nicht zugesagt. Wie bauen wir mit Spucke? Da drin kommst du davor wie im Kackstuhl.
Der wäre besser. Leider verkehrte Richtung. Mensch, der Fahrer vom Kreissekretär. Hier, das muss sofort zur Investbauleitung. Sofort. Wird sofort erledigt, Genosse. Na, Franz, was machst du denn hier? Tag, Cilius. Ach, ich hätte mit dir zu reden. Muss in die Stadt ins Sekretariat. So? Du müsstest höchstens ein Stück mitkommen. Das könnte ich ja machen. Na, los. Ich denke, du willst mit mir reden. Ist es wegen dem Verband? Was? Wegen dem Anglerverband. Ich bin jetzt im Vorstand. Schöner Wahn, was? Wenn du nicht endlich reingehst, länger decke ich dich nicht mehr. Schneller ist wohl nicht drin. 140 macht er spielen. Oh, fahr mal. Bist du verrückt? Ich war schon 90, wo nur 80 erlaubt sind wegen dem Bau. Scheiß doch nicht in die Hosen wegen dem Bau. So ein Ding in der Heide, das hat's noch nicht gegeben zuvor. Na, Mensch, Cilius! Doch nicht so weit links, Cilius! Warum sagst du eigentlich immer Cilius? Ich heiße Cilias. Cilias! Jetzt fährst du schon 100, wo nur 80 erlaubt sind. Wir müssen gut einer Stunde in der Bezirksleitung sein, nicht in der Ladesch, Heinz. Was der Heinz ist, der wird verrückt, wenn wir unpünktlich sind. Ladesch, Heinz? Der Kreissekretär. Ladesch, ist das dem Ladesch Winzen seiner? Weiß nicht, aus Durbach stammt er. Ich denke, du hast mit mir zu reden. Aus Durbach? Wegen dem Anglerverband. Wenn du nicht bald damit anfängst, sind wir in der Stadt und du kannst sehen, wie du zurückkommst. In Dürbach kenne ich einen Ladesch Lope, einen Ladesch Ernst. Nee. Die haben beide keine Kinder. Mit dem Ladesch vom Glaswerk, mit dem habe ich mal auf einer Baustelle gearbeitet. Aber die Kinder gehen ja noch zur Schule. Du angelst schwarz, Bruno Nakons. Wie lange soll das noch gehen? Schnurpusch. Was? Schnurpusch Adolf, jawohl, der hieß mit amtlichem Namen Ladesch. Jetzt weiß ich Bescheid. Geh immer nach Kuhblank in die Ziegelei zur Arbeit mit Holzbandin. Und ich schmiss er nach den Kindern, wenn die ihn Schnurpusch rief. Von dem der Junge also. Weiß nicht, kann sein. Sag mal, Cilius, hat der das veranlasst, dass Teppiche in die Baracken gelegt werden? Läufer auf die Gänge? Gewisser Komfort heutzutage. Ohne Komfort baust du nichts auf heutzutage. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Oh, ich komme überall rein. Bloß in den Anglerverband kommst du nicht. Machen meine Fische auch so. Eben. Ungesetzlich. Sag mal, Cilius. Cilius. Warum kümmert er sich nicht um die jungen Leute, dein Ladesch Heinz? Holt junge Leute ran, die verstehen kein Wort Deutsch, reden, als wären die Zunge wer weiß wie angewachsen. Die Ungarn, ja, die sind neu hier. Ungarn, so. Was wollen die hier? Spezialisten. Polnische Genossen arbeiten auch dort und welche aus Leningrad. Allein können wir das wohl nicht. Können schon, aber zusammen geht's schneller. Was du nicht weißt, weiß ich nach der Methode etwa. Du verstehst? Ich verstehe. Ich polier, du polier. Was du nicht weißt, das sagst du mir. Nimm es nicht übel, aber das verstehst du nicht. Da muss einer richtig dabei sein. Ah, so wie du, was? Wie der Kreissekretär in dieser Größenordnung etwa. Du verstehst? Du, sag deinem Kreissekretär, meine Kaffeemühle ist kaputt. Hm? Und die schütten Karten. Und der Brunnen bei mir im Hof gibt kein Wasser mehr. Sag's ihm das, ja?
gleich. Guten Tag. Guten Tag. Schön haben Sie es hier. Die Blumen und all das Grünzeug. Alle Wetter. Ja, bitte? Ja, die Kaffeemühle hier. Viel kann nicht dran sein. Bis heute früh ist sie gegangen. Da sind Sie ja falsch. Wir sind im Blumenladen. Was? Blumenladen. Da. Da. Mahlzeit. Mahlzeit. Aber hier war doch immer ein Elektroladen. Hier gab's auch schon Schuhe inzwischen. Nimm mir kreuz Donnerwetter, ich will das Ding repariert haben. Ich brauche einen Elektriker. Nun regen Sie sich mal nicht auf. Da gehen Sie in die Lumumba-Straße, da ist ein Laden dafür. Hm. Wo früher Blumen verkauft wurden, was? Wieso? Sagen Sie mir erst mal, was Sie eben falsch gemacht haben. Falsch? Na, da bin ich aber gespannt. Sie sind bei Rot über die Kreuzung. Erinnern Sie sich? Nö. Das ist... Also, da kommen Sie mal mit. Es gibt drei Stufen. Grün, Gelb und Rot. Und bei Rot darf man die Kreuzung nicht betreten. Ja? Das wissen Sie doch ganz genau. Ja? Normalerweise hätte sich der Spaß 5 Mark gekostet. Na, von mir hätten Sie keinen Pfennig gekriegt. Bitte? Wo steht denn das geschrieben, dass ich bei Rot nicht über die Straße soll? Na, überlegen Sie mal, ja? Mal richtig nachdenken, ja? Wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen, sind Sie Straßenverkehrsteilnehmer, ja? Ja, aber ich will eine Auskunft wollen. Für jeden Straßenverkehrsteilnehmer, mein Lieber? Ich muss in die Rumba-Straße oder so. Die Straßenverkehrsordnung. Ja, das kann auch Bumba-Straße heißen. Ach, Sie meinen die Lumumba-Straße? Ha, genau, ein Elektrikersdorf. Ja, passen Sie auf, da gehen Sie hier über die Kreuzung. Ja. Bei Grün, Mann! Aufs neue Kaufhaus zu, die frühere Glaswerkstraße. Die kenne ich, da weiß ich Bescheid. Lumumba, war das nicht so ein Schwarzer mit Brille aus Amerika? Das verwechseln Sie mit Martin Luther King. Lumumba war Afrikaner. Aha, verständiger Mensch jedenfalls. Wenn die Kaffeemühle nicht Zeit und Helle hätte. Ein Durst. Kaufhaus war doch immer eine Kneipe, wenn die mal da nichts anderes ausgemacht haben. Sie wünschen? Ein helles, leicht angewärmt. Bier ist nicht, wir sind ein Café. Oh. Ich möchte aber ein Bier. Bier, verstehen Sie? Das ist so gelbes Zeug mit Schaum drauf. Selters können Sie haben. Ich will mir keinen Kaffee kochen. Ich will ein Bier. Mal sehen Sie mal nach. Irgendwo wird schon noch eine Fläche stehen. Das soll hier Schaden nicht sein. Ferner ist Cola da und Tee mit Zitrone. Und was gibt's hier zu trinken? Mein Herr, wir sind ein Café. Wissen Sie, was ein Café ist? Das wusste ich schon, da lagen Sie noch als Quark im Schaufenster. Lisbeth, hier wird einer ausfällig. Schämen Sie sich nicht? Nö. Nee. Sie sind ein anständiges Lokal. Hier. Verzeihung, ich sprach mit der jungen Dame, aber nicht mit Ihnen.
Ich bin die Objektleiterin. Aha. Und ich bin mit dem Fahrer vom Kreissekretär in einem Verband. Ja, ja, und falls Sie ausfällig werden, setzen wir Sie raus, merken Sie sich das. Wir sind ein anständiges Lokal. Hier. Von Bier haben Sie keins? Nein, dann müssen Sie in den Gambrinus. Wir sind ein Kaffee. Ich weiß, also ein Kaffee, aber keine Lorke, bitte ich mir aus. Den bediene ich nicht. Ach, mach schon. Er hat doch bitte gesagt. Diese Mädels, vollkommen ausgewachsen. Ist da noch ein Plätzchen? Allemal. Oh. Falls Sie Bier wollen, Bier gibt's nicht, das ist ein Kaffee. Na, um Gottes Willen, Bier. Bier vertrage ich gar nicht. Ah, sowas gibt's. Der Kaffee? Oh. Und Zucker? Steht auf dem Tisch. Hm, vornehm, vornehm. Fräulein? Wenn ich Kaffee trinke, schlurfe ich leicht. Stört Sie das nicht? Nein, nein, durchaus nicht. Gestatten? Narkons, Bono 70. Angenehm. Roswitha Radepur, verwitwet. Mein Mann war Amtmann bei der Post. Muss es auch geben. Mhm. Schmeckt der Kaffee? Ach, geht. Warum trinken Sie Ihren Kaffee nicht zu Hause? Ist Ihre Kaffeemühle kaputt? Ich meine zufällig. Nein, nein, nur wissen Sie... So in Gesellschaft. Ja, 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 ja. Nur nicht versauern, sag ich mir. Man muss unter Menschen. Als mein Mann starb, sagt er, Kindchen, versaure nicht, heirate auch wieder, für mir das. An wem wollte er sich denn rächen? Bitte? Ich hab Sie nicht verstanden. Nichts. Ich meine nur, der Kabel könnte besser sein, verstehen Sie? Ja. Da hat sich leider viel geändert in der Welt. Ja, schön, dass wir alle hier waren. Ja. Fräulein! Wie immer? Ja, ja, ja. Und vergessen Sie meinen Cognac nicht. Donnerlittchen. Ja, das ist meine einzige Schwäche. Mein Gott, andere bestellen sich Schlagsahne, aber Schlagsahne soll ja sehr schädlich sein, nicht? Sie sind wohl nicht von hier. Doch, doch. Trinken Sie ein Schnäpschen mit? Oh, Sie haben aber einen starken Arm. Nee, nee, bloß keine Unkosten. Na, Sie brauchen sich doch nicht zu genieren. Ich bin nur eine alte Frau. Ja, ja. Ich brauche nicht mehr viel. Morgens eine Tasse Tee und ein Knäckebrot. Mittags auch nicht viel, meistens gar nichts. Höchstens ein Stückchen Konfekt. Zahlen. Moment. Ja, wie gesagt, ich brauche nicht mehr viel. Na, und käme ich wirklich mal in Schwierigkeiten, wäre da immer noch mein Sohn. Einen Sohn haben Sie? Aha. Zahlen. Einen guten Sohn. Elektriker? Hä? Ob Ihr Sohn vielleicht Elektriker ist? Na, wo denken Sie denn hin? Der hat studiert. Wasserwirtschaft. So, na, die Sorte kenne ich. Aber jetzt hat er ein Geschäft. An- und Verkauf. Drüben. Aha. Sie haben wohl keine Kinder. Und ob? Vier Kinder, alles Jungs. Na, da haben Sie aber gewiss viel Freude. Was sagten Sie? Bei mir gab's kein Heckmeck. Da ging alles ein Gang in der Erziehung. Entweder du spurst, mein Junge, oder du bist für mich erledigt. Oh, Kinder sind doch so zart beseitet. Also mein Rainer, der war ihnen derart empfindlich. Wenn sein Vater ihn bloß mal scharf angesehen hat, da war hinterher gleich das Bett nass. Oh, ich möchte zahlen. Man wird einfach sein Geld nicht los. Schmeckt Ihr Kaffee auch so nach Satz? Ach, eine Zucht ist das. Ja, ist kein Service mehr. Wo? Das sollten Sie sich mal drüben ansehen, in West-Berlin. Da hat doch mein Sohn sein Geschäft. Ja, ja, An- und Verkauf haben Sie schon erzählt. So? Naja,
Da sollten Sie sich mal ansehen, wie diese jungen Dinger flitzen, diese Serviererinnen. Mein Sohn sagt immer, Mama, du brauchst gar nicht schüchtern sein. Wenn dir der Kaffee zu schwarz ist, schick ihn zurück. Hier ist der Gast König. Leider hat er ja nie Zeit, mein Rainer. Das Geschäft. Sie verstehen. Na, sitze ich halt so rum. Aber am Kurfürstendamm. Na und, was ist aus Ihren geworden? Ich meine, aus Ihren Herren Söhnen? Der Große ist auf Montage. In Ungarn. Der repariert alte Kirchturmuhrwerke. Die schwierigsten Sachen kriegt er wieder hin. Ah, ist ja interessant. Ja, und der Zweite fährt ein LKW. Aber ein 20 Tonner, verstehen Sie? Spezialtransport. Besonders schwere Brocken. Und immer mit Warnleuchte. Saure Gurken isst der genauso gern wie Sie und ich. Saure Gurken. Naja, und der Dritte ist Dolmetscher bei den Delfinen. Na, das gibt's doch gar nicht. Noch nie davon was gehört? Da unten am Schwarzen Meer? In der Gegend vom Kaukasus? Da haben sie so eine Anstalt. Sagen sie bloß, das wissen sie nicht. Bottiche. 107 mal 113 Meter. Da werden die Tiere verhört. Und hat man da schon was rausbekommen? Nicht viel. Sehr interessant. Na und Ihr Jüngster? Auch der? Ja. Der Jüngste ist beim Kraftwerk. Hat so viel studiert und ist Sesselfurzer geworden. Man sitzt an so einer Baracke, in West 3, die verstehen? Ach, in West? Also, in den Baracken sage ich Ihnen Baubaracken. Läufer auf dem Gang und dicke Teppiche im Zimmer. Teppiche? In Baubaracken? Tja, ein gewisser Komfort heutzutage. Na, hören Sie mal. Sie glauben wohl, Sie können mich zahlen? Ja, bitte schön, 4,85 Mark. So eine Unverschämtheit. Moment. Hier, da, stimmt. Ist ja unglaublich. Teppiche in Baubaracken. Sie glauben wohl, Sie können mich verscheißern, was? Sie wollten auch zahlen? Ja. 96 Pfennig. Was war denn los? Haben Sie die etwa vergrault? Wirklich? Ich versuche das schon seit Wochen. Wie haben Sie das bloß fertig gebracht? Ich habe ja die Wahrheit gesagt. Tut mir richtig leid, dass wir kein Bier mehr führen. Ja, aber sagen Sie mal, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Früher die Glaswerkstraße. Ja? Da soll ein Elektroladen sein. Ja, in der Lumumba-Straße. Da gehen Sie am besten bis zur nächsten Ecke rechts, dann über die Hauptstraße und dann gleich links die erste rein. Direkt gegenüber vom Kaufhaus. Hallo! Hallo! Aufmachen! Das kann doch nicht wahr sein. Zu! Einfach zu! Am hellerlichten Tag. Ja, können Sie denn nicht lesen, Mann? Von 12 bis 2 geschlossen. Hat doch jeder Laden. Macht einen Krach hier. Wo steckt die Bande? Zum Essen. Um 2 sind sie wieder da.
Um zwei und muss ich längst wieder auf der Bahn sitzen. Wo ist denn die Abfütterung? Vielleicht im Gambrinus. Heißt jetzt Räuberhütte. Hieß früher Gambrinus. So, und wie sehen die aus? Liegt von morgens bis abends im Fenster und schüttelt mit dem Kopf. Meine Zucht ist das. Hallo, alter Mann. Heute sind's zwei, glaube ich. Zwei Frauen. Stimmt's? Bier! Oh, war hier Bier! Kollege, eine Auskunft. Aber doch nicht jetzt bei dem Betrieb. Ich suche zwei Frauen. Eine tut's wohl nicht mehr. Wird nicht feig, ne? Bier? Wir hatten Tee bestellt, Herr Obert. Tee. Tee unter Mittag. Zwei Verkäuferinnen. Die müssen hier sein. Ja, hier sind viele. Zu viele. Bier. Bier. Wie lange dauert denn der Räuberspieß noch, Herr Ober? Cola, Herr Ober, Cola! Mein Kollege ist krank. Ich habe auch nur zwei Hände. Ich habe einen Pfeffersteak bestellt. Wie lange soll ich darauf noch warten? Nur nicht nervös werden. Lass ihn schreien. War hier Bier? Ja, das möchte wohl sein. Wie hast du einen verständigen Menschen? Lassen Sie mich doch in Ruhe. Die beiden sind vom Elektroladen. Lassen Sie meine Schürze los. Schmier, ich drücke die kaputte Kaffeemühle an die Brust und verschwinde. Du sollst meine Schürze loslassen. Du, sieh dich um, Mann. Mehr verlange ich doch nicht. Das tue ich ja die ganze Zeit, aber sie sind nicht da. Außerdem reparieren die nicht, die verkaufen bloß. Ach, warum sagst du das nicht gleich, Mensch? Davon zwei am Tag und ihr könnt mich beherben. Ausruhen. Die zwei haben alle Geschäfte zu, sagt der Alte. Ein bisschen ausruhen. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, dann macht der Reiter Plumps. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, dann macht der Reiter Plumps. Guck mal, wer da kommt. Kalb war nicht, ich hab blind genommen. Es geht. Die Welt ist in Ordnung. Du bist verrückt am Tage. Hab dich doch nicht so. Ja, wie zucht ist das?
Du bist verrückt, die Leute gucken zu. Sieht doch niemand. Und der alte Mann da? Der schläft doch, der ist kaputt. Du spinnst wohl! Oh. Das kann ja nicht wahr sein. Wie spät haben Sie es denn? Kurz vor halb fünf. Ihr seid wohl alle miteinander verrückt geworden. Was ist? Sie sehen doch aus wie ein verständiger Mensch, nicht wahr? Was ist denn das? Ihr habt doch bestimmt eine Kaffeemühle zu Hause. Eine was? Eine Kaffeemühle. Haben wir nicht. Wir kaufen gemahlenen. Einen Mixer haben wir. So. Und wenn der nun mal kaputt ist, was macht er dann? Der ist nie kaputt. Der war noch nie kaputt. Wir nehmen den nur zu Silvester und wenn einer Geburtstag hat. So. Und wenn er nun mal kaputt wäre, wo würde er ihn dann hinschaffen? Ich meine zur Reparatur, verstehst du? Nirgendwo hin. Nirgendwo hin? Stimmt. Wieso nirgendwo hin? Das macht mein Vater. Dein Vater? Mein Vater, der ist Elektriker. Der repariert solche Dinge? Wie meine Kaffeemühle und so? Elektrische? Genau. Und wo wohnt ihr denn? Da werden Sie kein Glück haben. Junge, dein Mädchen sah gut aus. Hast einen guten Geschmack. Noch ein bisschen unreif, ne? Muss noch viel lernen. Wenn er bei dir landen will. Wir wohnen da drüben. Schulze. Seelenminderstraße 11. Zwei Treppen links. Schulze. Hallo! Sie müssen dreimal lang und einmal kurz klingeln. Sonst macht er nicht auf. Wer sind Sie? Nach uns, Bruno, 70. Feierabend! Eine Kleinigkeit, eine Angelegenheit von 3 Minuten, mehr nicht für einen Fachmann wie Sie. Gestern lief sie noch einwandfrei, also nichts für Unmut. Nee, ich hab keine Zeit. Ich verstehe Sie nicht, die Bohne. Ich stehe im Fernstudio. Fernstudio? Ja. Ich verstecke mich vor den Leuten, gehe im Dunkeln aus und ein, bloß damit mich keiner sieht oder abfängt. Nee. 20 Hände könnte ich haben, 48 Stunden der Tag. Der da oben, der will nicht in der Laube, verstehe ich. Der hat einen Bungalow am See. Kann ohne Kocher nicht auskommen, verstehe ich. Und in den Einfamilienhäusern, in den Neubauten ist egal was kaputt. Bloß wann soll ich studieren? Sagen Sie mal, wann soll ich studieren? Es kann sich auch nur um eine Kleinigkeit handeln. 10 Jahre ist er gelaufen. Kleinigkeiten kenne ich alle. Was denken Sie, was ich schon für Kleinigkeiten repariert habe? 3 Wochen für eine Kleinigkeit und die Lektion liegt auf der Kredenz. Auf der Kredenz! Ich will ja auch nichts umsonst, verehrter Herr. Ich will dir doch deine Groschen gar nicht abnehmen, aber ich habe keine Zeit, verstehen Sie mich? Ich habe keine Zeit. Ja. So, was handelt sich nun eigentlich? Um die Kaffeemühle von meiner Frau. Ja. Eine ganz kleine Kaffeemühle. Nee, zeigen Sie mal her. Ja, auf den Schrott. Verstehen Sie, auf den Schrott. Kaufen Sie sich ein neues Billiger. 10 Jahre ist er gegangen, wie ein Regulator. Jetzt hat er ausgedient. Nichts für Unmut. Gehen Sie runter, das sind Mülltonnen. Auf Wiedersehen, Herr Schulze, angenehm. In die Mülltonne also. Heimfahren.
Verstehst du das? Kein Schnaps? Nicht mal ein Bier wieder? Mit dem muss was Schlimmes passiert sein heute Morgen. Hat er nicht mal ein Bier bestellt? Ich kenne ihn schon so lange. Nee, ich kenne ihn schon länger. Vielleicht schläft er. Mensch, der pennt. Quatsch. Oder spinnt. Träumt so vor sich hin. Wovon? Und dann spielt Herz. Soll er, was hat er noch groß? Soll er träumen? Und Kreuz. Wovon wohl? Mir egal. Ich scheiß auf Träume. Kann Träume nicht ausstehen. Bin immer kaputt, wenn ich träume. Ich möchte zu gern wissen, was alte Leute so träumen. Interessiert mich, verstehst du? Möchte wissen, wovon so ein Alter wie Bruno wohl träumt. Möchte ich gern wissen. Ich nicht. Bitte. Und schon gar nicht in meinem Lokal. Stell dir vor, das macht jeder. Versuch's noch mal. Sag, es ist vom Robel Franz. Halbe Stunde. Halbe Stunde noch. Ja, Prost. Na dann, Prost. Möchte mal ein bisschen schön. Vom Robel Franz. Und hier, das Bier. Auch vom Robel Franz. Bruno, altes Haus. 20. Bist du krank? 3. Na dann, spür. 20 mal 0. Damit es milder wird, wa? Na ja, dann einmal. Ja, prima. Bediene ich. Ja, übernehme ich gleich. Na, wunderbar. Du bist ein Dorf. Na, wie ist mein Karo König? Na ja. Da schau ich aber nicht. Bediene ich. Ja. Das da. Du kannst doch nicht ins Kreuz. Ja, verstehst du das? Tja. Ich habe ihm heute Morgen einer verpasst. Vielleicht will er Barrias saufen. Wenn er von mir kein Bier nimmt, säuft er auch nicht Barrias. Nee, 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 mit dem ist was. Irgendwas Schlimmes. Moin. Na, Antek. Ja, achte. Moin. Na, Antek. Nicola, eine Schachtel Juwel alt. Hast du Bruno getroffen? Ja, er lief von mir vorbei, da hat nicht meinen Namen gesagt, ist der voll? Ja, im Gegenteil. Was Schlimmes. Irgendwas Schlimmes ist mit dem. Du musst auch in die Siedlung andecken, hm? Mhm. Bist du mit dem Rad? Ja, warum? Tu mir einen Gefallen, guck mal nach dem Alten, wenn du nach Hause fährst. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Den ganzen Tag rumgerannt. Außer Spesen nichts gewesen. Und das Ding haut mir noch immer gegen die Hüfte. Verfluchter Apparat. Keiner will dich. Ich will dich auch nicht mehr. Ich stell dich an die Straße. Soll dich nehmen, wer will. Von mir aus steh, bis du schwarz wirst. Was soll es sein, wenn man ausgedient hat? Scheiße, verflucht, was ist denn nur los? Ach, Antek. Bruno, Mann, du gehst leicht einen Zacken, du. Hätte beinahe einen Satz gemacht über das Ding hier, die Kaffeemühle. Wer schmeißt denn sowas auf die Straße? Ich werd das Aas nicht los. Ist deine? Seit Weihnachten predige ich meiner Frau, nee, das Futterfest. Denkst du auf die Weiber ist Verlass? Entschuldige, Antek. Ist sie kaputt?
Ja, muss weg in die Mülltonne. Ach, gib doch mal her, Mensch. Komm mal mit unter die Straßenlaterne, ich seh mal nach. Hat doch keinen Sinn. Manchmal ist das bloß eine ganz kleine Sache. Ein altes Modell. Ach, komm doch mal. Kauft nichts mehr. Halt mal mein Messer. Na klar, ein Draht ist ab. Dachte mir doch. Verdreckt ist er auch. Eine Zucht ist das. Macht es wieder 10 Jahre. Meinst du? Na klar, verlass dich drauf. Ich war den ganzen Tag unterwegs damit. Warum kommst du nicht gleich zu mir, wenn du Delei hast? Mit einer Kaffeemühle zu dir? Nee, mit einer Uhr ja. Aber ich hätte doch nie im Leben gedacht, dass ich zu dir mit einer Kaffeemühle. Was bin ich dir schuldig, Andeckt? Wenn wir uns treffen, kaufst du mal ein Bier. Mach's gut, Bruno. Gut, Andeckt, danke. Sonst alles in Ordnung? Na, was dachtest du denn? Ganzen Tag warst du weg. Ich hab mir, wer weiß, wie schon Sorgen gemacht. Ja, Papalapap. Um mich braucht sich niemand Sorgen zu machen. Das Wasser. Bruno, das Wasser ist auch wieder ganz klar. Ich hab's einen Tag über laufen lassen und nur ist klar und schmeckt wie richtiges Wasser. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich drum kümmern werde. Ach, Bruno, dass die Mühle nur auch wieder geht. War ein hartes Stück Arbeit. Bruno! Bruno! Die Kaffeemühle! Die Socken! Den Schaumzieher. In der Küche ist keiner. Eine Zucht ist das! Sag deinem Kreissekretär, meine Kaffeemühle ist kaputt. Hm? Und die schicken Karten. Siedlungsweg 70 oder Dorfstraße 70? Ich bin 70, Mädchen. Ich habe wenig Zeit. Da sind Sie ja falsch. Wir sind in Blumenland. Was? Blumenland. Sie sind bei Rot über die Kreuzung. Erinnern Sie sich? Nö. Das ist... Das, also... Wenn ich Kaffee trinke, schlurfe ich leicht. Stört Sie das nicht? Du schreckst zu mir. Ich drücke die kaputte Kaffeemühle an die Brust und verschwinde. Traum sich ein neues Billier. Billier. Sonst alles in Ordnung? Na, was dachtest du denn? Ach, Bruno, dass die Mühle nur auch wieder geht. War ein hartes Stück Arbeit. Puh. Eine Zucht ist das.